Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, Rebecca. Ich bin wieder am Start für euch mit einer neuen, weiteren 3 Uhr nachts Challenge für euch. Und zwar mit einem zweiten Teil verfluchte Apps, die man sich niemals runterladen sollte. Ganz komische, merkwürdige Apps sind das. Wieder mal, ja, die ich rausgesucht habe, die ich mal ausprobieren möchte. Aber Leute, bitte macht es nicht nach. Bitte ladet sie euch nicht einfach runter, weil man weiß einfach nicht, wer oder was genau dahinter steckt. Klar, es gibt manchmal so Apps, da gibt es so AGBs und dann weißt du auch, worum es so geht. Ungefähr, wenn du die denn durchliest, okay? Dann weißt du, wo du da zustimmst. Aber es gibt auch viele Apps, bei denen ist das nicht so, Leute. Und ja, in manchen Apps fragen die zum Beispiel auch komische Fragen, wie zum Beispiel bei der Mariam-App. Ich finde das Ganze ziemlich bedenklich und ja, da sind ja auch merkwürdige Sachen passiert. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an. Gänsehaut pur. Jetzt habe ich auch so mega Bock drauf, die auszuprobieren. Nicht? Nein, ihr wolltet unbedingt einen zweiten Teil sehen. Ich habe wieder neue gefunden und wir probieren die einfach mal aus. Aber das mache ich über mein Handy, das ich jetzt nicht mehr benutzen werde, Leute. Benutze das nur noch für so ein Zeug und ich hoffe, die kommen dann nicht irgendwie an irgendwelche Daten von mir. Also bei der Mariam-App, echt, das war nicht mehr normal, dass mein Name da stand. Wir starten um 3 Uhr damit. Ich bereite jetzt alles vor, weil ich mich gleich vor die Kamera da setzen werde. Muss mein Handy verbinden mit dem Notebook und so weiter. Ja, sprengt den Daumen nach oben, wenn ihr die auch mega merkwürdig findet und creepy. Und ich würde sagen, let's go. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zur ersten App, Leute. Und zwar ist die Rede von Eat the Revolution. Es sieht harmlos aus, wenn man das so sieht. Soll irgendwie so ein Game sein, wo man, keine Ahnung, eigentlich so Obst zum Beispiel aufessen kann. Da kannst du so drauf drücken und dann isst es das auf. Ich habe keine Ahnung wozu, vielleicht zu ASMR-Zwecken oder so. Ich weiß es nicht. Um Langeweile zu vertreiben, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ab 9. Aber Leute, aber das Spiel hat irgendwie so einen bitteren, seltsamen Beigeschmack. Wortwörtlich. Aber Leute, auch in den Bewertungen findet man zwar positive und dann plötzlich nicht runterladen, so gruselig. Ich habe Angst bekommen. Und im Internet wird halt auch darüber geredet, dass das Spiel komisch sein soll, denn da meinten die, es startet normal und das Essen wird langsam zu verdorbenem Fleisch, zu Zähnen und so weiter. Also da werden ganz komische Sachen irgendwann gezeigt. Und das finden die Leute extrem gruselig halt einfach an der App. Aber ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Ich habe es schon runtergeladen, aber noch nicht geöffnet. Ah. Ist es noch normal, dass es so einen Sound gibt bei Essen? Okay, wir wollen dann mal diesen leckeren Carrot Cake, Carrot Cupcake essen. Dieses Essen ist lecker. Wenn da nur mehr wäre. Okay, jetzt gibt es irgendwie Pak Choi. Okay, du kannst weiter essen. Du kannst das Essen riechen. Okay, es gibt Blumenkohl und Karotten. Brokkoli. Glaub nicht seinen Lügen. Guten Appetit. Kann er gerade lachen? Eier. Vor allem ist es mit Verpackung. Mh, lecker. Apfel. Keiner kann uns aufhalten jetzt. Für immer essen. Okay, Chips. Ich finde dieses Lachen komisch. Da kommt irgendwie so ein Lachen. Beiße fest zu. Croissant, schon wieder. Schütze dich selbst. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe irgendwas am Fenster gehört. Ich habe schon Angst. Also ich sehe bislang nichts irgendwie Verdorbenes oder so. Ich weiß nicht, ob die App vielleicht schon geändert haben. Aber das, was so dazwischen steht und die Geräusche sind echt gruselig. Ich werde jetzt versuchen, ein bisschen so durchzuspielen, um zu gucken, ob irgendwas kommt. Weil hier kommt ein Stück rohes Fleisch. Okay, ich glaube, kaue hart. Reis. Besser als hungrig, steht hier. Vertraue nicht deinem Schmerz. Was macht das immer dazwischen? Glaube nicht seinen Lügen. Esse. Ich glaube, ich nehme es zurück, dass es irgendwie um ASMR geht, weil ich weiß nicht, ob man das befriedigend findet. Leute, was ist das? Kommt so viele Tabletten auf.
Auf dem Blatt? Das ganze Essen ist fake. Und schon wieder die Tabletten. Der Apfel ist jetzt irgendwie so schwarz-weiß geworden. Doch, hier kommt was in die Papier. Leute! Es ist so, als würde die Welt zu Ende gehen. Lecker. What? Alter, wo bin ich gelandet? Mein Gott. Ein Zahn! Oh, also mir ist schlecht. Mir ist schlecht. Ein Eichhörnchen? Mach weiter, mein Kind. What the? Du kaust und fühlst nichts. Ein Eichhörnchen? Ich könnte niemals, niemals. Die Jungs durchgespielt, aber oh mein Gott, das war das gruseligste Essensspiel ever. Ich will es löschen. Löschen, löschen. Ich will es gar nicht auf dem Handy haben. Keine Ahnung. Ich denke mal, die wollten irgendwie eine Message darüber bringen. Eigentlich, aber warum ist da so Creepy-Zeug dazwischen? Und ein Zahn, ein Eichhörnchen und so. Was soll das? So, als nächstes dachte ich mir, testen wir eine Ghost Scary Prank App. Eigentlich gibt es eine, über die mehrere so geredet haben, aber darunter wurde mir einfach mal diese hier angezeigt. Wie creepy sieht das einfach mal aus? Und dann steht hier, du kannst es benutzen halt, um Leute zu erschrecken und du kannst es selbst irgendwie auswählen. Aber unten steht dann auch noch so, Warnung, diese App kann zu gruselig für einige Leute sein. Eure Freunde werden vielleicht einen Herzinfarkt bekommen. Bitte vorher einen Doktor kontaktieren, bevor du dies spielst. Bitte was? Und dann meinen die auch noch so danach, die übernehmen keine Verantwortung, blablabla. Okay, und die App ist ab 12. Leute, no way. Scary Prank ++ möchte auf deine Kamera zugreifen. Scary Prank möchte auf das Mikrofon auch noch zugreifen. Ich hab Angst. Ich halte das Handy extra weg, die soll mich nicht sehen. Okay. Start. Scary Illusion, Scary Spiegel, die haben ganz viel. Mail, sollen wir erstmal Illusion nehmen, was ist das? All die Linien sind parallel. Gucke von links nach rechts. Guck für 20 Sekunden auf das Bild. Sehe ich dann irgendwas? Gebe den Namen deines Freundes ein. Ich weiß nicht, soll ich meinen nehmen? Nein, ich nehme nicht mehr meinen. Ich nehme irgendeinen anderen. Ich nehme jetzt Lisa. Hä? Kommt ein Anruf? Weiß ich, wie das ist, wenn man hier auf Scary Foto. Die wollen ernsthaft auch noch auf meine Fotos zugreifen? Nein. Mm-mm. Auf gar keinen Fall. So, kommen wir auch schon zur nächsten App, die echt merkwürdig sein soll. Ich habe, um ehrlich zu sein, ein bisschen Angst davor, die zu spielen. Weil schaut euch allein mal dieses Bild hier an. Das nennt sich schon Japanese Doll. Und ihr wisst, wie ich zu Puppen stehe. Ich und Puppen? Nein, nie wieder. Das ganze Spiel ist irgendwie auf Japanisch. Keine Ahnung, ob ich damit klarkomme. Auf jeden Fall sagen die welche immer mal wieder, ja, macht Spaß und so weiter. Wie immer bei diesen creepy, verfluchten Spielen. Aber dann kommt auch noch sowas hier. Ich habe diese Puppe in meinen Träumen gesehen. Muss ich Angst haben? Ich glaube schon. Bei TikTok hat jemand gesagt, dass man nicht dieses Spiel spielen sollte. Und dann habe ich gesagt, nass. Daran kann nicht wirklich was sein. Und ich glaube, das denken sich viele, oder? Er hat es sogar letzte Nacht in seinen Träumen gesehen und dann beschlossen, es einfach nur zu löschen. Das ist genauso gruselig, wie die Leute in den Medien sagen. Ich wollte es selbst ausprobieren, aber es war ein Albtraum. Und es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, ob du den Teufel hervorbeschwörst. Die wollen irgendwie Daten von mir, damit die bessere Werbung auf mich zuschneiden können? Nein, danke. Okay. Ich habe keine Ahnung, was da steht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ist das da oben eine Warnung? Ist das da oben eine Warnung? Oh, ich will das nicht.
Kerze drücken. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ah! Ich muss die Kerzen sammeln. Habt ihr es? Was ist das für ein Spiel? Ich weiß nicht, wo ich jetzt zustimme, Leute. Was geht hier denn ab? Hä? Puppe, jetzt sieh doch nicht so gruselig aus! Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Nein, die ist... Ich habe das Gefühl, die kann mich sehen. Also ich glaube, das ist echt vom Teufel besessen, dieses Ding da. Derselbe Macher hat auf jeden Fall auch noch ein anderes Spiel und zwar nennt sich das Found. Das ist irgendwie so ein Hide-and-Seek, so ein Versteckenspiel und so sieht das aus. Und ich glaube, nachdem wir schon die Puppe gesehen haben, das wird nicht viel besser, Leute. Ich habe Angst. Schaut euch mal dieses Gesicht an. Hier dasselbe wie bei dem anderen Spiel. Wo muss ich drauf drücken? Oben? Was? Muss ich einen Namen hier eingeben? Draufdrücken. Start. Hört ihr das? What the? So schnell konnte ich doch gar nicht reagieren. Was muss ich denn machen? Ah, ich muss gedrückt halten. Ich muss irgendwie gedrückt halten. Jetzt. Oh mein Gott, was machen die da oben? What? Check mir mal eben die japanische Puppe hier aus. Oh wow, wir haben richtig viele Kerzen jetzt. Wir erreichen eine neue Stufe. Oh, sie kriegt Beine. Das Ding steht da einfach rum. Ist das... Ich könnte nicht schlafen, wenn ich wüsste, ich hätte diese App noch auf meinem Handy. Die will nichts Gutes von dir. Die ist böse, Leute. Ich sag's euch. Aber ihr könnt mir nicht erzählen, dass das süß ist. Einige finden ja sowas bestimmt cute wieder, oder? So wie bei der Mariam-App? Nee, Mann. Ich finde beides gruselig. Leute, mich ruft jemand anonym an. Hallo? Warum hat mich jemand angerufen und aufgelegt? Hat das irgendwas mit der App zu tun? Ich hab Angst, dass heute... Hallo? Hallo, wer ist da? Das ist nicht lustig, hallo? Leute, ich habe jetzt beschlossen, einfach hier abzubrechen, weil nach dem Anruf jetzt gerade ist mir echt komplett die Lust an diesen komischen Spielen vergangen. Keine Ahnung, ich habe noch diese komische Japanese Doll App geöffnet und... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das Ding ist einfach vorne. Es wird immer gruseliger, das Spiel. Ich will die einfach nur auch löschen und dann hat sich das Ganze. Ich weiß nämlich nicht, woher dieser verdammte Anruf gerade kam. Keine Ahnung, ich kann mir das gerade nicht erklären. Ich weiß ja auch nicht, wozu ich alles zugestimmt habe, aber das auch mit diesen scary prank calls. Oder meint ihr, damit hat das was zu tun? Aber warum kam dann anonym? Das war ein richtiger Anruf, Leute. Nicht mit der App. Ich habe die ja gelöscht. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Und ich glaube, ich werde nicht mehr schlafen können. Ciao, Schlaf. Wirklich, ciao, Schlaf.